und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder mein zweimonatliches XXL aufgebraucht Video für euch. Es ist wieder alles mögliche dabei, Sachen so von Pflege. Dann dekorativ Kosmetik habe ich diesmal auch dabei. Sachen von den Nägeln, Sachen für die Zähne, Haarfarbe. Was haben wir hier noch? Wir haben hier alles mögliche auf jeden Fall drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mir und meinem Müll. Als erstes hoffe ich aber natürlich immer, dass es euch allen gut geht. Und falls nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und wir legen direkt los. Diese Videos sind immer sehr lang, relativ ungeschnitten, im Gegensatz zu anderen Videos von mir. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen. Oder Hauls, LEs, LE News aus der Drogerie und sowieso. Und Test- und Schminke-Videos und so weiter und so fort. Und ja, wir starten als erstes einmal mit dem, was sehr gut duftet noch immer, was ganz oben drauf liegt. Das ist von Ocean Wash. Das sind die Waschmittelblätter, sensitiv gewesen, frei von Duftstoffen und Enzymen. Das ist die zweite Packung Ocean Wash, die ich aufbrauche. Ich habe euch in einem Aufgebrauch vor ein paar Monaten auf jeden Fall schon mal Ocean Wash gezeigt. Das sind eben diese Waschmittelblätter. Und viele von euch haben mir auch die Werbung dazu geschickt, die mit mir ist von der Marke. Ich habe da mit der Marke zusammenarbeiten dürfen und bin da so das erste Mal rangekommen und ja, habe das danach dann auch für mich weiter genutzt. So. Und ich mag das sehr gerne. Ich werde es auch nachkaufen. Mir hat aber die Sensitiv-Variante nicht so gut gefallen wie die andere, weil in der anderen Das duftete dann noch so ein bisschen mehr. Also ich benutze keinen Weichspüler, ich benutze nichts Zusätzliches, womit ich meine Wäsche bedufte. Ich weiß, dass sehr viele Leute das sehr gerne mögen und halt noch diese Wäscheparfums und noch Weichspüler mit Duft und sowas benutzen. Wir machen das halt gar nicht. Meine Wäsche ist danach halt einfach sauber. Sie riecht halt einfach nur nach Wäsche. Kann ich aber sehr empfehlen, geht auch alles raus, also alle Flecken so. Ich mochte das sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht, oh wartet mal, das war ja hier in dieser Verpackung hier drin. Ich habe nämlich jetzt hier diese Badekristalle mit Bambi drauf, mit abenteuerlichem Kokosnuss-Pfirsichduft. Explizit was sagen. Das gibt es aktuell auf dem Isana Trendturm im Rossmann. Und ich fand tatsächlich, ich als Person, die Kürbis echt... Kürbis, vor allem Kürbis! Die Kokosnuss... Kürbis mag ich gerne. Die Kokosnuss nicht so gerne mag, mochte ich das trotzdem. Also, falls ihr das nicht kaufen wollt, weil ein Drittel davon mit Kokosnuss ist, das andere war nämlich Grapefruit, Orange und Orange Jasmin und eben Kokosnuss für sich, könnt ihr es euch trotzdem kaufen. Große Empfehlung. Ich weiß gar nicht, habe ich die anderen noch hier? Genau, das war Orange Jasmin. Und das hier war auch richtig schön von Dresdner Essenz. War das etwas zum Baden? Das war Cotton Claus Aroma Schaumbad, entspannt und wohltuend, mit Baumwolle, Himbeere und Veilchenduft. Und das war wirklich so ein schöner, leichter Duft. Und ich glaube, das kam aus einem von den Pinkboxen, die ich bestellt hatte in diesem Supercell. Und es hat mir richtig gut gefallen. Da stand auch drauf mit extra viel Schaum. Das war tatsächlich auch so. Ich mag ja lieber Badekristalle oder Badesalz. So dieses, was nicht mehr so aufschäumt. Früher konnte ich ja nicht genug Schaum haben. Ja, das war sehr, sehr schön. Das war sehr schön. So ein ganz weicher, fruchtiger Duft. Dann habe ich einmal aufgebraucht meine Haarfarbe. Das ist die Haarfarbe, die ich jetzt aktuell benutze. Das ist von Garnier Ulia, die 7.4 Intense Copper. Die kann man aber so hier nicht in der Drogerie kaufen. Ich habe das online bestellt, aber der Shop hat das aus der Schweiz hierher versendet. Genau. Und Zahnpasta. Ich habe Zahnpasta hier, genau. Da wollte ich euch nämlich auf was hinweisen. Und zwar habe ich diese Zahnpasta aufgebraucht und ich habe die jetzt auch schon nachgekauft. Das ist von Elmex Sensitive Professional, die Proagin- und Zinkphosphat-Zahnpasta. So, und als ich im Rossmann war, habe ich aus Versehen diese aber gekauft. Wenn ich die jetzt übereinander halte, sieht man auch so, ja gut, das sieht man, dass das nicht die gleiche ist. Ganz offensichtlich, der eine Zahn ist rosa und der andere nicht. Aber diese hier finde ich ganz schrecklich. Ich finde, sie macht die Zähne nicht richtig sauber. Ich finde, sie brennt. Ich finde, also sie ist super scharf. Sie löst sich quasi irgendwie auf. Also ich kann damit irgendwie nicht richtig putzen. Ich habe es zweimal versucht. Katastrophe. Ich dachte so, naja, vielleicht ist es nicht so schlimm. Die kostet halt 7 Euro. Okay, ich habe mich für 7 Euro verkauft. Ist natürlich mein Fehler, aber ich habe mich echt geärgert.
Mein Mann braucht jetzt auf. Er findet es nicht so schlimm. Ich finde es Katastrophe. Und das hier, ich halte es euch einmal hin, ist für mich die beste Zahnpasta, die ich jemals hatte. Die kostet halt 6 Euro. Seitdem ich die benutze, habe ich keine schmerzempfindlichen Zähne mehr. Und die macht so schön sauber. Einfach toll. Einfach toll, Leute. Okay, dann geht es weiter. Ich habe von Dalton hier wieder ein paar Produkte. Und zwar meine Tuchmaske hier. Ihr kennt die schon. Ich liebe die. Die ist super feuchtigkeitsspendend. Das ist die Hydro Lift Express Mask Instant Plumping. Für mich die beste feuchtigkeitsspendende Maske, die ich je benutzt habe. Wir kommen aber gleich noch zu einer richtig coolen Überraschung, weil, boah, ich war so geflasht, Leute. Und zu einer Warnung, die sehe ich jetzt auch direkt schon vor mir. Mega, mega toll. Ich habe gerade auch wieder einen Rabattcode von Dalton. Ab heute, genau eine Woche, also vom 10. bis zum 17. März jetzt, mit Daisy20 spart ihr 20% auf das gesamte Sortiment außer Streichpreise. Und es gibt so krasse Angebote gerade wieder. Aber dazu mache ich nochmal so ein kleines Mini-Extra-Video nächste Woche für euch. Ich habe auch wieder die Augenpatches aufgebraucht. Da weiß ich auch, dass das sehr viele von euch ja lieben, die auch zu benutzen. Und ja, weil die nicht rutschen und so weiter und so fort. Ich finde es einfach richtig toll. Und übrigens ist das Sachet 100% recycelbar, weil viele sich auch immer Sorgen machen wegen alles unverpackt und so. Also das finde ich auch sehr cool. Jetzt zu einer weiteren Maske. Leute, die hier, also abgesehen von der hier, ne? Abgesehen von der hier hat mich noch nie eine Maske so geflasht wie diese hier. Ich habe ja auch Korean Skincare Masken schon gemacht und so. War auch mit voll vielen, gerade auch so von Misha oder so, richtig verliebt. Aber die hier, die war auch in der Pinkbox drin. Die Vitamin C Tuchmaske Energy Boost von Chavins. Ich habe mir die jetzt sogar auch nochmal nachgekauft, weil ich die so toll finde. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mit Vitamin C, Vitamin B3, Hyaluronsäure und soll für alle Hauttypen geeignet sein. Und die ist auch vegan. Ja, die war richtig toll. Richtig toll, hat mich mega überrascht. Dann hat mich auch was mega überrascht. Und zwar so, dass ich fast angefangen habe zu weinen, weil meine Haut, ich musste danach erstmal 2 Tage versuchen, meine Haut zu fixen, obwohl ich die hier nur 2 Minuten drauf hatte, bis ich sie abgenommen habe. Von The Selfie Project, die Moisturizing Sheet Mask Lovely Alpaca. Also sie sah halt aus wie so ein kleines süßes Alpaka. Leute, das hat so gebrannt. Es hat so gebrannt. Das soll ja mit Hyaluron sein und super feuchtigkeitsspendend und auch mit Baumwolle irgendwie. Ich konnte nicht. Ich habe mir die nach 2 Minuten vom Gesicht gerissen. Mein ganzes Gesicht war, es war feuerrot. Es hat so weh getan, das habe ich noch nie gehabt. Noch nie so doll. Es war wirklich grausam. Also passt auf jeden Fall auf. Das kann ich nicht empfehlen. Kann ich nicht empfehlen. Die Isana Hydrogel Augenpads. Mochte ich gerne, weil die sind immer ein bisschen schwerer. Also die rutschen in meinem Gesicht, aber ich mag sie trotzdem, weil sie ganz süß aussahen. Das waren so, also einmal die Standardversion. Die gibt es jetzt auch endlich in diesem Tiegel, die Hyaluron Hydrogel Patches. Und diese hier waren so mit so Regenbogen. Fand ich auch sehr süß. Ja. Dann habe ich von Manico, wo ich gerade auch immer aktuell noch einen Rabattcode habe. Ich verlinke euch Dalton unten rein, ich verlinke euch Purish rein, ich verlinke euch Manico rein. Ich habe hier 2 von den alten jetzt komplett aufgebraucht gehabt. Das ist einmal die Variante Bubblegum und einmal Baby Girl. Ich weiß gar nicht, ob es die beiden jetzt auch im neuen Design noch gibt. Ich habe jetzt aktuell, heute Morgen erst drauf gemacht, die Farbe Mulled Wine. Ich weiß nicht, ob ihr hier den Glitzer sehen könnt. Auf Instagram habe ich euch den Glitzer zeigen können mit dem Licht. Aber sehr schön. Wenn ihr dieses Video seht, hatte ich nämlich gestern Geburtstag und ich wollte frische Geburtstagsnägel. Das sind sie jetzt. Und ja, diese beiden habe ich jetzt halt aufgebraucht. Ich kann Manico sehr empfehlen. Ich liebe das. Es hält so lange. Es ist so schön für die Nägel. Ganz große Liebe. Dann ein Duschgel. Das habe ich mir vor einigen Monaten mal gekauft von Fa. Das Divine Moments mit dem Duft von wilden Kamelien. Und ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Blumenmensch bei Duft, aber der hat mir echt gut gefallen. Als ich das am Anfang gekauft habe, ich habe es aus Versehen sogar 2-mal gekauft, war ich so, ach, weiß jetzt nicht. Aber jetzt war ich dann doch so, als es dann jetzt leer war, dachte ich so, ja, das wäre ein schöner Duft, den würde ich auch nachkaufen. Hat mir gut gefallen, war schön pflegend, hat schön aufgeschäumt. Der Duft hat auch lange an einem gehalten, finde ich. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Also ein schönes Fahrduschgel.
Dann, das hier kennt ihr auch, ist eigentlich immer mit dabei, von Nivea, das Black and White Invisible Clear Antitranspirant. Das ist mein Lieblings-Deo, beziehungsweise mein Lieblings-Antitranspirant. Ich finde es sehr, sehr schön, funktioniert sehr gut. Es ist nicht weiß auf schwarz und nicht komisch gelb auf weiß. Ja, mag ich sehr gerne. Dann, hier ist noch die dritte Packung Badekristalle mit Bombi. Haare, machen wir mit Haaren weiter. Make-up, was nehmen wir denn mal? Also, ich habe jetzt dieses Lippenöl von Essence endgültig aussortiert. Also Leute, das treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Ich habe es ein paar Mal jetzt probiert. Die Variante Honey Honey von den Hydra Kiss Lip Oils. Für mich die schlimmsten Produkte, die Essence von einer alten Version neu gemacht hat. Also die alten Lippenöle, gerade auch dieses Cranberry Lip Oil. Ich fand es so toll. Das war ja, ich liebe es halt, ne? Große Liebe. Das hier schmeckt einfach eklig muffig. Ich weiß, bei manchen von euch war das auch so, bei anderen wiederum nicht. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Für mich schmeckt es super seifig, muffig. Deswegen sortiere ich das auf jeden Fall jetzt aus. Dann habe ich aufgebraucht von Linda Halbach Cosmetics das On-Set Prep Fix and Refresh Setting Spray. Liebe ich. Ist auch auf meiner Purish Collection Site mit meinen Lieblingen, wo ihr immer 15% drauf sparen könnt, mit Spring 15. Alles andere ist immer Daisy 10 bei Purish. Und ja, genau, das mag ich sehr, sehr gerne. Es hat einen tollen Sprühnebel. Es hört sich immer so an, als wenn da noch so ein mini bisschen drin ist, aber es kommt nichts mehr raus. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Auch so als Zwischenschritt zwischen verschiedenen Pudertexturen, wenn ich mal mehr mache, was ja eher seltener vorkommt, finde ich, macht es, dass es eben sich sehr, sehr schön verbindet. Dann haben wir hier, ach ja, genau, dann habe ich etwas aussortiert, was in einer Box drin war, die ich mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, was abgelaufen ist, gekauft habe. Und ich wusste, dass da auch Produkte drin sind, die abgelaufen sind. Also dieses hier war zum Beispiel so ein natürlicher Schlummertrunk mit Haferflocken und Erdmandel. Genau, das ist aber seit einem halben Jahr auch schon abgelaufen und deswegen, ja, habe ich das einfach direkt aussortiert. Das wollte ich dann nicht mehr essen, aber es war trotzdem immer noch toll, was man bekommen hat für den Preis. Dann habe ich hier nochmal Manico. Das sind ja UV-Gelstreifen. Das muss man mit so einer Lampe aushärten. Super schön für die Nägel. Cloudy Sky war die erste Variante, die ich von Manico jemals ausprobiert habe. Das ist so ein Farbverlauf, finde ich auch sehr schön, so von Grau zu einem sehr hellen Grau. Dann, das hier fand ich auch so toll. Achso, noch einmal Augenpads von Dalton, die besten, wie ich finde. Von Balea Magic Fairy Tale Badekristalle mit magisch verwunschenem Duft. Und ich mochte das gerne. Das war so, ja, also mir wurde ja gesagt, dass es nach Marzipan riechen soll. Und ich fand aber nicht, dass es nach Marzipan gerochen hat. Also ich mag kein Marzipan, ich mag nichts mit Mandeln. Und trotzdem, das hat mir gut gefallen. Da war ja dieser süße kleine Igel drauf. Und ja, Baden ist einfach für mich so voll Me-Time. Dann, oh je, habt ihr das Video schon gesehen? Ja, ich habe das neue Essence-Sortiment in insgesamt 2 Videos mit euch zusammen getestet. Schaut da sehr gerne vorbei, falls euch interessiert, wie das so abgelaufen ist. Ich habe aussortiert den Magic Filter Glow Booster von Essence. Ich habe hier die Farbe 10 Light. Ich kann es kurz zusammenfassen. Es war vom Geruch her für mich eine Katastrophe. Farbtechnisch auch einfach nicht so das richtige Match für mich. Und ja, es hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht mit allem, was es in meinem Gesicht getan hat. Falls ihr eine ausführliche Review sehen wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Dann habe ich aussortiert, oh ja, das habe ich zugeschickt bekommen von Judith Williams. Das war diese Rosenserie. Das ist die intensiv pflegende Gesichtscreme, Straffungseffekt, bereits nach 15 Minuten hautberuhigend und glow mit Ceramiden und Bio-Wildrosenöl. Das hier, ne? Soll so super pflegend sein. Ceramide sind ja auch gut für die Hautbarriere. Ohne mein Ceramide-Serum von Dalton kann ich auch gar nicht mehr. Ich muss es mir auch jetzt nachbestellen. Meins ist nämlich leer. Hab ich das hier reingeschmissen? Oh, Leute, steckt das hier schon drin? Muss ich gleich mal gucken. Das ist nämlich leer. Ich habe es gestern leer gemacht. Und ich finde, das ist nichts für feuchtigkeitsarme Haut. Ich fand es überhaupt nicht pflegend. Das hat so einen Matt-Effekt gemacht. Und nicht ein Glow-Effekt. Also ich fand es genau gegenteilig. Und unter Make-up gar nicht tragbar.
weil es dann alles so voll krümelig gemacht hat. Ich habe es zweimal benutzt und dann weitergegeben im Trashy. Ja, das wollte ich euch aber so nochmal zeigen. Also die Serie, ich habe bisher nur diese Tagespflege probiert. Ab und zu benutze ich halt auch eben andere Produkte, auch aus der Drogerie und so. Ich benutze ja nicht nur Dalton, aber schon hauptsächlich, um euch so ein bisschen was sagen zu können. Und das hier ist ja schon teurer, das hat mich nicht überzeugt. Dann haben wir jetzt aussortiert Zuckeröl Peeling Brazil Feeling. Ja, da ist auf jeden Fall noch was drin, aber wir haben jetzt ein neues aufgemacht, so ein Creme Peeling. Das mag mein Mann einfach lieber und da ich das hier aktuell auch nicht nutzen würde und es jetzt kurz davor ist, dass es komplett ab ist, haben wir es jetzt auch aussortiert. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben da auf jeden Fall viel Nutzen von gehabt. Also ich kann die Zuckeröl-Peelings von Rossmann und auch von DM sehr empfehlen. Das hier ist mein Lieblingshaarspray oder eins meiner liebsten Haarsprays. Auch sehr, sehr günstig und ich finde, es kann mit zum Beispiel dem Elnett Haarspray sehr gut mithalten. Das ist das Isana Haarspray Flexible Styles. Starker Halt mit Stufe 3. Das kann ich allen Leuten empfehlen, die fliegende Haare haben, die viele, aber, also ich habe sehr viele Haare, aber feines Haar. Und das verklebt meine feinen Haare nicht. Mein Volumen wird beibehalten, es fixiert aber auch gut. Also ich finde es richtig toll, steht auch drauf mit kein Beschweren und flexibler Halt, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist jetzt nichts, was ihr benutzen könnt, wenn ihr das so ultra festgetackert haben wollt, dass sich so keine Strähne mehr bewegt. Das ist wirklich so auch schön einfach auskämmbar. Also wenn ich davon einiges benutzt habe, lässt es sich trotzdem auskämmen. Ich muss nicht direkt meine Haare waschen. Das finde ich auch sehr schön. Dann von Lidl ist das, glaube ich, ne? Dentalux haben wir unser Mundwasser aufgebraucht. Ich liebe Mundwasser, ich benutze immer Mundwasser. Also ich benutze zweimal am Tag Mundwasser. Das ist das hier ohne Alkohol. Und ja, nach jedem Zähneputzen benutze ich das halt. Und ich mag es sehr gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass es so nochmal so richtig reinigt. Also so Mundpflege und sowas ist mir halt auch mega wichtig. Und ich brauche das für mich persönlich einfach. Dann habe ich, weil mir das so gut gefallen hat, ja nochmal das hier gehabt, dieses Magic Fairy Tale, die Badekristalle. Es war einfach toll, hat sich auch schön aufgelöst. Dann habe ich diese Waschlappen von Evelyn, feuchte Waschlappen, aufgebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir die gekauft habe, ehrlich gesagt. Weil ich habe hier eigentlich immer so einen feuchten Lappen liegen, so gerade auch, wenn ich mich schminke oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, warum ich die gekauft habe, aber ich habe sie neulich hier in meiner Schublade gefunden und sie dann einfach aufgebraucht, so für Swatches entfernen und so weiter, ne? Aber braucht man jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, würde ich sagen, ne? Also wenn man das so wirklich so für Make-up-Sachen oder sowas benutzt zum Abschminken, kann man auch einen Feuchtlappen so benutzen, braucht man nicht. Das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen. Das war so ein riesengroßes Teil von Bubble Tea, das Rhubarb and Custard, dieser Badefizzer, und das hat halt wirklich so krass nach Rhabarber gerochen. Und ich mag Rhabarber sehr gerne, ich kann das aber mit meinen Zähnen halt nicht immer essen, aber Vanillepudding mit frischem, heißgekochten Rhabarber drüber. So lecker, und genau das ist ja quasi die Kombination hier. Und es hat so schön sauer gerochen, so richtig fruchtig sauer. Es war richtig toll, weil Mon mochte das auch gerne, konnte man auch halt schön teilen. Genau. Dann habe ich aussortiert auch von der Le Petit Paris Limited Edition die Mascara Base von Revah Loves Me. Einfach weil für mich kein sehr großer Unterschied da erkennbar war. Ich weiß noch nicht so recht, wo ich das weitergeben soll, weil ich habe es jetzt ja halt einmal in meinem Auge benutzt. Freundinnen von mir nutzen das, glaube ich, nicht so wirklich, deswegen weiß ich noch nicht so recht. Aber ich brauche es auf jeden Fall nicht. Zu der Limited Edition habe ich auch ein ganzes Video gemacht. Dann habe ich auch ein neues Produkt von Trend It Up, den Number One Eyeshadow in der Variante 17. Hat mir leider nicht so viel Glück gebracht, trotz dass es meine Glückszahl ist. Davon seht ihr nicht mehr viel, aber das war tatsächlich die Base von meinem Augen-Make-up, was ich heute trage. Aber wie gesagt, ihr seht davon nicht mehr wirklich was, weil ich musste das Augen-Make-up einfach, nachdem ich fertig war mit Schminken, nochmal pimpen, damit ich jetzt diesen Look hier tragen kann und dieses schöne Video hier mit euch abfilmen kann, weil ich mich einfach ja damit nicht so wohl gefühlt habe dann. Und er ist einfach super, super schwach. Passt zwar perfekt zu meinem Jumpsuit heute, aber er ist so schwach. Und Trend It Up hat ja wirklich auch andere Reihen als die Number One Eyeshadows. Und
da ist die Qualität echt besser. Dann haben wir einmal, hier ist es, das Triple Ceramide Serum. Habe ich doch eben noch reingeschmissen, gestern Abend. Konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist nämlich mit Panthenol, das ist eben dieses Skin Repair. Und Ceramide sorgen eben dafür, also falls ihr auch so schuppige oder so raue Haut auch habt, sehr trockene Haut und sensible Haut vor allem auch, kann ich euch empfehlen, dieses Ceramide Serum wirklich auszuprobieren. Ich lege euch das so sehr ans Herz. Also ich habe das auch gesehen. Wann war das denn? Beim letzten Dalton-Video, glaube ich. Wenn ich euch ein Produkt von Dalton empfehlen würde, wenn ich sagen würde, ich weiß, es ist teuer, mit 20% jetzt spart ihr auch nochmal eine Menge und vielleicht könnt ihr auch eine Reisegröße ausprobieren, um es wirklich erstmal auszuprobieren. Natürlich muss man es auch ein bisschen nutzen, damit die Haut darauf auch reagiert. Also mit zweimal anwenden ist es nicht getan, aber so nach, ich würde sagen, nach einer Woche seht ihr schon einen großen Unterschied. Und bei mir ist es halt einfach so, dass meine Haut die Feuchtigkeit nicht festhalten kann. Denn meine Hautbarriere ist sehr oft gestört einfach. Und das repariert mir immer alles. Das rettet mir den Popo bei meiner Haut. Genau. Ceramide, Triple Ceramide Serum von Dalton. Ich verlinke es euch. So, dann habe ich hier von Professional Sebastian den No Breaker. Das gehört mit zu Vella. Das ist so ein... Ja, das hat eigentlich alles Mögliche gemacht. Also das ist quasi, da ist ein Hitzeschutz drin. Oh, das raucht auch so gut. Ich mag das auch sehr gerne. Das ist aber auch so ein Leave-In-Conditioner, Anti-Frizz-Produkt. Und ich mochte das sehr. Kann man bei Amazon kaufen. Würde ich auch nachkaufen. Ich benutze aber gerade eins von Bilou, was ich auch ganz gerne mag, was ich aufbrauche. Und wenn das leer ist, würde ich mir das hier nachkaufen. Also gerade auch so mit... Falls ihr welliges Haar habt von Natur aus, dann kennt ihr das vielleicht, dass wenn man das dann immer so versucht, auch nach dem Duschen so durchzukämmen. Ich glaube, mit Locken ist das ja nochmal was ganz anderes. Aber ich habe halt Wellen und zum Teil ist es so mini-lockig, aber auch nicht so ganz. Und wenn ich das dann halt durchkämme, ist halt super schlecht eigentlich auch für Wellen und Locken. Ihr kennt es vielleicht. Und dann habe ich dann immer, dass es so ein bisschen frizzy wird. Und dann, wenn ich das hier eingearbeitet habe, richtig schön, hat das auch total toll funktioniert. So, dann habe ich hier so einen Augenbrauenrasierer, der war irgendwann mal irgendwo dabei. Ich weiß gar nicht mehr wo. Den kann man auch nicht austauschen oder so. Oder habe ich den mal aus dem Trashy genommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, ist der jetzt halt stumpf, kann ich nicht mehr benutzen. Und deswegen kommt der weg. Genau, dann habe ich hier noch ein Naturkosmetikprodukt, was auch in einer von den Pinkboxen enthalten war, glaube ich, oder der Barbara Box oder so. Das ist aber auch jetzt schon seit 7 Monaten abgelaufen. Das ist halt Naturkosmetik, das ist ein Hyaluron-Agave-Hanföl-Serum. Und deswegen hatte ich es auch direkt aussortiert, weil ich es einfach nicht in mein Gesicht geben wollte, wenn es halt Naturkosmetik ist und auch so lange abgelaufen ist. Ja, das wollte ich einfach nicht das Risiko eingehen. Dasselbe galt auch für diese Maske hier. Die ist sogar schon länger abgelaufen. Die war über ein Jahr schon abgelaufen. Und ja, man muss sich da nicht dran halten. Und ich nehme das auch manchmal nicht so ernst. Gerade auch so bei Puderprodukten ist mir das MHD eigentlich total unwichtig. Bei allem anderen schaue ich immer danach. Und klar könnte ich das jetzt auch noch für meine Füße benutzen. Aber ich habe super tolle Fußcreme und ich überlebe es jetzt, mich davon einfach so zu trennen. Das ist in Ordnung. Wenn man das auch nicht möchte, das dann noch zu benutzen. Dann habe ich von Dalton nochmal Augenpads und auch nochmal die von Isana. Davon hatte ich ein paar noch da und habe die aufgebraucht. Diese hier fand ich auch toll. Diese hier von Chabens, die waren auch in einer von der Box. Koffein Power Augengel Pads, die waren toll. Die sind mir auch nicht gerutscht, weil das auch so größere, dickere sind. Und die saßen auch echt ziemlich gut. Da waren auch 0% allergene Duftstoffe enthalten. Ja. Die mochte ich gerne. Die kann ich auch empfehlen. Dann geht's weiter mit dem Dusch- und Badezauber. Wie lange haben wir denn hier noch? Ich muss gleich nochmal neu anschmeißen hier die Kamera. Und zwar von Kneipp, den Seelenwärmer mit Vanille und Muskat. Da könnte auch mein Name draufstehen. Ihr wisst ja, ich liebe warme, holzige Düfte, würzige Düfte. War mega. So die Weihnachtsdüfte habe ich halt hier noch alle mit drin, ne? Vanille Macadamia, dasselbe Spiel mit dem süßen kleinen Pinguin, das war von Titisept. Ich mag die auch gerne. Titisept macht auf jeden Fall auch immer viel Schaum. Und hier ist es so eine Sache, hier ist auch nochmal True bei Titisept. Das habe ich nicht gesehen. Da ist Winterbeere und Gewürzorange, finde ich total schön. Und ich habe noch ein anderes aus der Reihe, weil leider ist das mit Glitzer.
Ich hasse Badesachen, die glitzern. Seitdem ich das erste Mal von Lush eine Badebombe hatte, die glitzert, kann man mich damit jagen. Das hast du dann irgendwie doch 2 Tage gefühlt auf der Haut, obwohl du dazwischen auch noch mal duschen warst. Ich mag es leider gar nicht. So, dann habe ich hier etwas aufgebaut. Das hatte ich auch relativ lange. Das habe ich auch immer gut genutzt. Und zwar war das ein Scalp Scrub, also so ein Kopfhaut-Scrub-Produkt. Das war auch vegan und das war mit. Was war denn das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat das sehr gut gerochen. Da waren halt so Samen enthalten, mit denen man dann halt quasi die Kopfhaut befreien konnte. Denn ich habe ja vorher, bevor ich jetzt wieder auf die Haarfarbe mit Entwickler umgestiegen bin, jetzt. Wie lange habe ich das gemacht? Fast 2 Jahre, glaube ich. Nicht ganz, aber fast 2 Jahre. Mit Illume gefärbt von Goldwell. Goldwell ist eine Friseurmarke, bekommt ihr im Friseurbedarf. Eine dieser Flaschen kostet zwischen 20 bis 25 € und ich habe immer 3 Farben gemixt. Richtig. Ist auf jeden Fall, auch wenn man natürlich nicht. Bei meiner Haarlänge habe ich auch, als ich längere Haare hatte, nicht immer eine Flasche komplett leer gemacht, gerade auch wenn man mixt, aber es ist halt schon sehr teuer. Ich bin aber nicht umgestiegen, weil es mir zu teuer war, sondern weil es mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat. Das sind halt Pigmente, die sich auf eure Haare legen. Und manchmal hat man das Glück, dass die halt super lange drin sitzen bleiben. Also gerade auch bei Rot oder Lila oder so von Goldwell. Ihr solltet euch sicher sein, ob ihr das wirklich wollt, weil wenn ihr das nicht mehr wollt, könnt ihr es eigentlich nur rauswachsen lassen. Also generell bei Rot oder sowas muss man sich ja sowieso sicher sein. Da kannst du auch nichts mehr drüber machen, ne? Da kannst du nichts retten. Das muss man dann rauswachsen lassen am Ende. Und ich habe hier zum Beispiel KK at All. Das ist diese Farbe hier. Ich hatte aber auch Naturtöne da. Jetzt war zuletzt halt diese Farbe noch leer. Bevor ich dann jetzt auch umgestiegen bin, habe ich hier noch den Naturton. Nee, die habe ich alle noch drüben stehen. Vielleicht frage ich mal auf Instagram oder so auch, ob jemand meine Reste von Illume Goldwell haben möchte, weil ist halt schon teuer und ich habe noch so viel übrig jetzt. Und das hier ist auch super. Das ist das Return und das habe ich jetzt dadurch leer gemacht, dass ich das aufgegeben habe und danach halt meine Haare neu gefärbt habe. Das entzieht die Pigmente wieder, ist aber auch nicht unbedingt Magie. Und in manchen Haaren funktioniert das auch sehr gut, die Pigmente fast vollständig wieder zu entfernen. Gerade mit Wärme vor allem auch. Bei mir hat das jetzt nicht funktioniert, aber schon sehr krass. Also man kann damit schon sehr krass das wieder machen, auch wenn die Pigmente schon länger in den Haaren eingelagert sind. Ja, mag ich, aber bin ich jetzt von weg, weil es mich auch gestört hat, dass meine Kopfhaut immer so eingefärbt war und ich mir da immer eine Woche einen Wolf gerubbelt habe, da die Farbe wieder loszuwerden. Dann habe ich hier den Super Balm von Essence Glossy Lip Treatment. Das ist auch neu. Das ist diese Lippenpflege mit diesem großen Applikator. Gefällt mir leider auch gar nicht. Das soll mit Shea Butter sein. Und ich finde auch, das ist so ein ganz komischer Shea Butter Geruch. Und der legt sich so in den Rachen und auf die Zunge. Dieses so ein ganz komischer Geschmack. Und ich mag es leider gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Dann habe ich hier nochmal 3-in-1 Sensitive Reinigungstücher für sensible Haut von Nivea. Die habe ich, glaube ich, mal gekauft für unser Konzert letztes Jahr, als wir auf dem Harry Styles Konzert waren. Und ich hatte die mitgenommen, weil ich wusste, dass wir auch so viel mit Glitzer und sowas arbeiten, damit ich das abnehmen kann, weil Glitzer in den Mülleimer gehört und nicht in das Waschbecken. Und da habe ich das nämlich dann gekauft und jetzt habe ich es halt aufgebraucht. Also letztes Jahr im Juli war ja das Konzert. Genau, hat ganz gut funktioniert. Das hier mochte ich auch sehr gerne von Isana Man. Das limitierte Edition Duschgel mit würzigem Zirbenholzduft. Und das mochte ich echt ganz gerne. Aber das, was er aktuell hat, was ich ihm gekauft habe, gefällt mir noch ein bisschen besser. Das seht ihr dann im nächsten Aufgebrauch-Video. Dann habe ich hier nochmal Augenpads von Dalton, nochmal Augenpads von Dalton. Und ich habe ja auch mal die Liste jetzt bekommen, was ihr alles so bei Dalton geshoppt habt. Ich habe mir etwas bestellt, was unter euren Bestsellern war. Weil ich, also wenn ihr, ich bekomme nächste Woche meine Tage, okay? Hormone, ne, alles ist so ein bisschen wild, durcheinander und so weiter und so fort. Und ich merke das schon, dass mein Hautbild wieder anfängt, sich so ein bisschen zu verändern und dass ich so ein paar Pickelchen bekommen werde. Und ich habe mir die Anti-Pickel-Maske
weil so viele von euch sich die gekauft haben, dass ich so dachte, die muss halt gut sein. So, nochmal davon Augenpads. Das war so toll. So günstig und das war so toll. Das Sugar Plum Shampoo, was den Geruch halt nach Pflaume hatte von Balea. Das war eine limitierte Edition. Leute, das hat so gut gerochen. Das hat meine Haare... Es riecht einfach nach Pflaumenkuchen, so ein Zwetschgenkuchen. So toll. Ich hoffe, die bringen das nochmal raus. Also online konnte ich es halt nicht mehr kaufen und ich komme halt, wie gesagt, jetzt so nicht zum DM, aber ich liebe das. Dann geht's weiter mit den Einhorn-Augenpatches hier von Isana. Die fand ich auch richtig toll, haben mir gut gefallen. Rutschten leider auch, weil die eben so dick und schwer sind, aber die Wirkung hat mir gut gefallen und wie sie ausgesehen haben. Dann habe ich hier nochmal eins von diesen Shampoos leer gemacht. Das habe ich euch auch öfters schon mal gezeigt. Hier war nur noch so ein kleiner Rest drin. Von Dove, das Shampoo Sandelholz und Wintergewürze. Habe ich euch auch schon mal erzählt, dass meine Freundin mir so einen riesen Vorrat mal davon gekauft hat, als das irgendwie limitiert war, 2021 oder so. Sie hat mir davon irgendwie 6 Stück gekauft oder so. Und ja, das ist jetzt das Letzte, ist jetzt leer. Ich mochte den Duft wirklich sehr. Das hat sich gereimt. Und genau, hat mir gut gefallen. Also diese Dove Winter Deo ist einfach richtig toll. Dann habe ich aufgebraucht von Refecto Sil die Augenbrauenfarbe. Ich habe das immer gemixt mit Sios Hellbraun oder Naturbraun oder sowas heißt das. Jetzt ist das ein bisschen zu dunkel. Jetzt mische ich das Rot von Refecto Sil. Genau. Und das ist aber sehr gut. Mag ich sehr gerne. Braucht man auch so einen Entwickler und sowas für, ne? Dann habe ich hier nochmal Augenpads von Isana. Die habe ich geschenkt bekommen mit dem Wassermelone. Und habe ich das auch geschenkt bekommen? Ich glaube, die beiden hier habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist einmal Tetezept, deine Zeit für dich, entspannendes Pflege-Badesalz mit Hibiskusblüte und weißer Tee. Und das roch auch wirklich sehr nach weißem Tee, so ein schöner, sanfter Duft. Und das hier war auch richtig toll. Hibiskus und Feige von Kneipp, Lieblingsmensch. Und ich liebe ja Feige-Duft. Das roch so toll. Obwohl, wartet mal, nee, das habe ich selbst gekauft. Daran erinnere ich mich jetzt. Ich habe da euch nämlich einen kleinen Mini-Haul auf Instagram abgefilmt. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht tun solltet. Oh, wieso ist hier noch so viel? Dann habe ich aufgebraucht One Ginger Morning von Trichemoon. Mein mitliebstes Trichemoon Duschgel. Auch das war ein Geschenk, habe ich auf dem Flohmarkt geschenkt bekommen, den ich letztes Jahr gemacht habe in unserer alten Wohnung, als sie komplett leer war. Und da habe ich das Geschenk bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann habe ich aufgebraucht dekorative Kosmetik von Be Perfect, den Irid Brown Indestructive Brow Pencil. Könnt ihr auch bei Pioche kaufen, in dem Farbton, den ich jetzt hier gerade trage. Das ist die Farbe Irid Brown. Oder halt in eurer Farbe, ne? Genau. Vielleicht ist das ja auch eure Farbe. Aber ich finde den richtig, richtig toll. Der ist von Be Perfect, ein Augenbrauenstift. Für alle, die rote Haare haben, so Mittelkupfer, finde ich, passt das richtig toll. Große Liebe. Sehr dankbar für rote Augenbrauenprodukte. Dann von Balea Man Duschpeeling Brown Sugar. Das habe ich benutzt für meine Beine. Das mochte ich auch sehr. Mein Mann mag sowas nicht so gerne. Und ein Moment zum Kuscheln. Das war leider auch so ein Glitzer-Badezeugs von Tetezept. Ja, wie gesagt, ich habe also das andere, ne? Ich habe es zweimal gekauft. Ich kann mich da einfach nicht... Ah, das hat mir in den Wahnsinn getrieben. Dann habe ich hier noch mehr Augenpads von Dalton. Hier ist noch einmal ein Goldwell und zwar KB@7. Das war mein Naturton, mit dem ich gefärbt habe. Dann habe ich aussortiert von Brightside Rival de Loop. Das ist ein Limited Edition Produkt, so ein Chic and Lip Tint. Das ist einfach gekippt, deswegen habe ich das aussortiert. Dann habe ich diesen Eyeliner aussortiert, den ich komplette Katastrophe fand. Von L'Oreal, den Infallible Grip 24-Hour Matte Liquid Liner. Also für mich ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ein Liquid Liner und der ist einfach komplett aufgebrochen und stückelig geworden. Man konnte keine gerade Linie damit zeichnen. Also nee, das war schlimm. Dann leider von Yepoda mein The Multi Balm. Das ist auch gekippt, leider. Ich mochte die so gerne. Dann habe ich hier von Avon May das Mykonos. Das ist so ein
Von den Duftstäbchen, ne? Hatten wir bei uns im Badezimmer. Ich liebe den Duft. Würde ich auch nachkaufen. Ja, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ich finde, es ist so ein schöner Duft, der ein bisschen nach Urlaub riecht einfach. Dann habe ich aussortiert von Labello, diesen Caring Beauty Labello. Das war, der sollte so einen rosa Tint noch geben, aber der hat so furchtbar die Lippenfältchen betont. Jede einzelne trockene Stelle und ich bin so, warum betont eine Lippenpflege, die die Lippen pflegen soll, so schlimm, wenn sie das nicht sind, schon vorher. Aber wofür brauche ich denn eine Lippenpflege? Wisst ihr, was ich meine? Das war, nee. Das kann ich auch nicht empfehlen. Dann habe ich hier noch diesen kleinen Essie Good As Gone aufgebraucht, also einen kleinen Nagellackentferner von Essie, den mochte ich auch ganz gerne. Von Jaya. Ich mag Jaya auch sehr gerne. Das ist auch eine sehr schöne Pflegemarke. Gibt es bei Cosmetic for Less. Ich habe die, was ist denn das? Die Ziegenmilchreihe ist das, glaube ich, ne? Die Day, nee, die Dry and Wrinkle Prone Skin Moisturizing Day Cream. Die mag ich sehr gerne. Die gibt es immer auch als Probe öfters mal dabei, ne? Einfach nur so eine kleine Größe. Die müsste ich eigentlich sogar zweimal hier drin haben. Ich finde aber gerade das zweite sehe ich gar nicht. Mag ich auf jeden Fall sehr. Jaya von Cosmetic for Less, sehr zu empfehlen. Ich habe auch einen Rabattcode. Mit Like15 spart ihr auf jeden Fall auch immer 15% auf Jaya. Dann haben wir das hier aufgebraucht von Elkos. Das hat leider nicht so gut für mich funktioniert. Das war so von Edeka Eigenmarke. Halt so ein Haargel Stufe 5. Aber leider war da so viel Alkohol drin. Also ich meine, in diesen Sachen sind immer sehr viel Alkohol drin. Sollte man nicht die ganze Zeit benutzen, trocknet die Haare ja irgendwann auch sehr aus. Aber das war... Da war so viel Alkohol drin, dass meine komplette Haarstruktur noch mehr geöffnet war dadurch. Und das während ich, als ich hier noch das hatte, während ich das auftrug, hatte ich meine Haarfarbe an meinen Händen, weil durch den Alkohol die Haarstruktur so... Das war nicht gut für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass es gut bei anderen Leuten hält. Dann habe ich noch... Einmal hier. Das war unsere Zahnpasta, die wir vorher immer nachgekauft haben, wo wir beide noch die identische Zahnpasta benutzt haben von Colgate Max Fresh Cooling Crystals. Sehr, sehr schöne Zahnpasta. Aber jetzt benutzen wir halt schon länger zwei verschiedene, weil meine Zahnbedürfnisse halt einfach eine andere sind als die, die mein Mann hat. Dann habe ich auch von Max & More einen Lippenstift aussortiert, weil... der mir, das war richtig dumm, ich habe meine Lippenstifte sortiert und dann ist der mir einfach runtergefallen. Dann war das wie so eine Zeitlupe. Es fällt so runter, das löst sich so auf und es fliegt so durch die Luft. Die Kappe knallt auf den Boden, kriegt auch noch ein Dings und dann klatscht der Lippenstift so richtig so auf den Boden. Und deswegen sortiere ich ihn aus. Ich mag die Max & More Lippenstifte aber sehr gerne. Und dann habe ich von Dalton auch noch aufgebraucht mein Niacinamide Serum. Auch das sehr, sehr, sehr schön. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist so das, was die Haut so schön fein macht und so hübsch und mit so einem Glow von innen. Und ja, also das hier und mein Ceramide Serum, das sind meine zwei Freunde meiner Haut. Bei dem ich ja immer frage, ne, was ist so... Was ist so das, was du empfehlen würdest? Das würde ich empfehlen. Ich habe in irgendwas reingegriffen. In Ariel. Die war ganz schön glitschig gerade an meinen Händen. Und zwar ist das hier auch nochmal Augenpads. Die waren, glaube ich, mal vom Isana Trendturm. Und last but not least habe ich hier den Bronzing Lipstick von Trend It Up. Und den ist ein ähnliches Schicksal. Hat ihn ereilt, wie das von Max & More. Der ist mir nämlich, die sind mir beide gleichzeitig runtergefallen. Der ist auch richtig schön aufgeklatscht, hat mir noch alles schön voll gemacht mit rotem Lippenstift. Ja, und damit ist die Tüte leer. Mein XXL aufgebrauchtes Video ist vorbei. Ihr habt eine Menge Produkte empfohlen bekommen. Produkte, vor denen ich euch gewarnt habe. Ihr habt eine Menge Rabattcodes gehört. Alles dazu nochmal in der Infobox. Ich hoffe, wenn man das informativ und hilfreich für euch war. Was habt ihr denn zuletzt aufgebraucht? Lasst es mich wissen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!